erstmal, ich heiße Sandra und ich freue mich hier zu sein und bei euch zu sein mit Leuten, die mit mir sind, mit mir einer Meinung sind. Darüber freue ich mich wirklich sehr, dass es die gibt, vor allen Dingen. Okay, ich habe noch nie mit dem Mikro. Okay, jetzt. Ich möchte hier und jetzt die Gelegenheit nutzen, um den getöteten Opfern in der Ukraine und deren Angehörigen mein tiefstes Mitgefühl auszusprechen. Und ich denke, jeder, der hier ist, ist meiner Meinung und fühlt genauso, wie ich fühle. Zivilisten wie du und ich und auch all die anderen, die hier rumgehen, sitzen, jubeln, schreien, was auch immer, sich vielleicht dafür ja, am Rande interessieren, ist ja auch alles nicht so wichtig. Zivilisten, die unschuldig ihr Leben verloren haben, die nicht bewaffnet waren, die sich nicht verteidigen konnten, die einfach in eine perfide und wahnsinnige Sache unschuldig hineingerissen wurden, die jetzt noch leben könnten, wie wir, wie alle hier. Kinder, wie die vielen Kinder, die hier jetzt sind und die sonst hier sind, hätten auch noch eine Zukunft haben können. Gestern habe ich ein Video angeschaut. Wohl bemerkt, ich habe versucht, mir ein Video anzusehen von einem Luftangriff vom 2. Juni über Lugansk. Bilder, die hier in den Mainstream-Medien nicht gezeigt werden, wo lediglich über mehrere Opfer geredet wird. Diese Bilder, die vor Ort entstanden sind, boten einen furchtbaren Anblick. Einen Anblick, den ich nur schwer ertragen konnte. Leider. Und ich muss dazu sagen, bei dem Anblick dieser Bilder und der Vorstellung, das hätte auch ich sein können. Das hätte jeder jetzt von uns hier sein können. Da bin ich das erste Mal in meinem ganzen Leben, obwohl ich sehr, sehr schwierige Situationen schon hinter mir habe. Aber da habe ich gemerkt, da war meine körperlich und geistige Grenze. Denn es ging mir dann ziemlich schlecht. Auch heute noch habe ich diese Bilder vor Augen aus den Videos. Und ich denke, wir alle kennen sie auch. Diese Bilder mit blutüberströmten Körpern, mit abgerissenen Gliedmaßen und die Schreie dieser Menschen, da war für mich aus, ich konnte nicht mehr. Nach einer Weile habe ich versucht, mir das Ganze oder vielmehr dieses Video zu Ende anzuschauen. War nicht mehr, ging nicht. Vor kurzem hat Lea Wrings auf einer Mahnwache in Leipzig etwas sehr Treffendes zu diesen Videos gesagt. Ich hatte die Wahl. Ich konnte abschalten. Aber die Menschen dort, die haben nicht die Wahl, die können nicht abschalten. Die sind dieser Hölle unfreiwillig und dauerhaft ausgesetzt. Auch denjenigen Menschen in der Ukraine, die jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier stehen, in Angst und Verzweiflung um ihr Leben bangen, Kinder, Frauen, Männer jeden Alters, die ein Recht auf ein Leben in Frieden haben, denen möchte ich jetzt mein ganzes Mitgefühl aussprechen und hoffe von ganzem Herzen, dass sie diesen Wahnsinn überleben. Ich kann ihnen nicht vor Ort helfen. Und bei Gott, ich bin ganz ehrlich, ich würde auch nicht freiwillig mit diesen Menschen tauschen wollen.
Aber ich habe hier und jetzt die Möglichkeit, meine Stimme gegen diesen Wahnsinn laut werden zu lassen. Ein Zeichen zu setzen, ein Zeichen für den Frieden. Mitzuteilen, so nicht mehr. Das ist das Minimum an Unterstützung für mich und für euch, dass wir den betroffenen Menschen gegenüber geben können. Und nicht nur ich, wie gesagt, sondern auch ihr. Und ich hoffe inständig, dass noch viel mehr Menschen die Gelegenheit nutzen, sich objektiv zu informieren, ihre eigene Meinung zu bilden und ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Nicht mehr wegsehen und schweigen. Es betrifft uns alle und es kann uns alle treffen. Es erfüllt mich weiterhin mit Abscheu, anzuhören, wie durch Propaganda unserer öffentlichen Medien ein falsches Bild der Situation entstehen soll. Das ist auf gar keinen Fall eine Lösung für einen Konflikt. Im Gegenteil, es führt in die falsche Richtung. Frieden ist nicht mit Waffengewalt zu erzwingen. Gewalt löst immer nur Gegengewalt aus. Wenn ich Frieden und Menschenrechte mit Waffen verteidigen soll, und ich weiß, ihr wisst, wovon ich spreche, dann ist für mich das paradox und krank im geistigen Ansatz. Damit trete ich die Menschenrechte und den Frieden mit Füßen. Wenn ich endlich Frieden haben will, dann besteht die Möglichkeit nur darin, diese Probleme und Konflikte auf vernünftigen, menschenwürdigen und friedlichen Weg zu lösen. Die Anwendung von Gewalt, Waffen, Gier und Macht sind und bleiben Dinge, die von jeher kontraproduktiv waren und sind. Sie schaffen nur weiterhin unsagbares Leid. Das können wir doch weltweit beobachten. Das ist doch schon ein Faden, der sich durch Jahre hindurch zieht. Und deswegen stehe ich hier, um Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit für alle Menschen dieser Welt zu fordern. Und dass diesen barbarischen Maßnahmen ein Ende gesetzt wird. Danke.